Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, das alles sind Symptome einer klassischen Fischvergiftung, die man sich einhandeln kann, wenn man verdorbenen Fisch gegessen hat. Und deshalb gilt es, schon beim Einkauf den Fisch einem gründlichen Check zu unterziehen. Am besten mit all seinen Sinnen. Das heißt, man schaut sich den Fisch genau an, man betastet die Oberfläche vorsichtig und man riecht an ihm, denn es gibt einige Indikatoren, die verraten, wie frisch dieser Fisch tatsächlich noch ist. Die Augen eines Fisches müssen ganz klar und durchsichtig sein. Sobald sich hier schon ein milchiger Schleier entdecken lässt, muss man skeptisch werden. In der Regel ist der Fisch dann aber immer noch essbar. Wenn die Augen aber gräulich und trübe sind, dann unbedingt Finger weg vom Fisch, denn das bedeutet, dieser Fisch ist nicht mehr frisch. An dieser Stelle befinden sich in der Regel die Kiemen des Fisches, wenn sie nicht schon vom Händler entfernt wurden. Hier sind sie leider nicht mehr drin. Wenn man aber einen Blick hineinwerfen kann, dann ist das sehr erhellend, denn an der Farbe der Kiemen erkennt man auch die Frische des Fisches. Sind die Kiemen noch rot und sind sie noch feucht, dann lässt das darauf schließen, dass der Fisch tatsächlich noch sehr, sehr frisch ist. Sind die Kiemen schon bräunlich und verfärbt, so wie hier zu erkennen, dann sollte man den Fisch lieber in die Tonne werfen. Auch ein leichter Druck auf die Oberfläche des Fisches kann Aufschluss darüber geben, wie alt der Fisch schon ist. Bewegt sich das Fleisch sofort wieder in die Ausgangsposition zurück, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Fisch sehr, sehr frisch ist. Bleiben hier aber kleine Dellen zurück, dann kann man darauf schließen, dass der Fisch schon einige Tage liegt, dass schon gewisse Verwesungsprozesse im Gange sind und dann sollte man den Fisch eher nicht mehr essen. Im selben Schritt haben Sie dann hoffentlich schon festgestellt, dass der Fisch eine schleimige Schicht auf der Außenseite besitzt. Das muss so sein. Schleim ist ein Zeichen für Frische beim Fisch. Ausgetrocknete Stellen hingegen sind ein absolutes No-Go. Das gilt auch ganz besonders für die Flossen des Fisches, denn auch sie sind ein Indiz dafür, wie frisch der Fisch noch ist. Trocknen die Flossen nämlich aus, dann werden sie spröde, dann fransen sie aus und brechen ab und das erkennt man sofort und so kann man den alten Fisch gleich aussortieren. Frische Flossen hingegen sehen so aus, völlig intakt und immer noch leicht feucht. Mit das wichtigste Sinnesorgan beim Fischfrischetest ist aber die Nase, denn glücklicherweise stinkt verdorbener Fisch ganz gewaltig. Das heißt, wenn der Fisch ganz dezent nach Algen, nach Meer oder nach frischem Fisch riecht, dann ist alles in Ordnung, dann ist dieser Fisch höchstwahrscheinlich noch frisch. Wenn sich dieser Geruch aber in Richtung von Ammoniak, von beißendem Fischgeruch entwickelt, dann sollte man schon aufpassen. Das Bundesamt für Risikobewertung gibt da ganz genaue Hinweise für den Geruch von frischem Fisch. Bei säuerlich, fruchtig, gemüsigem Geruch ist der Fisch noch essbar, entwickelt sich das aber in Richtung kohlig, intensiv, durchdringend fischig, sollte man besser die Finger davon lassen. Sehr, sehr viel schwieriger wird der Fischfrischetest bei einem Fischfilet, denn hier fehlen mir die vielen Anhaltspunkte, die ich bei einem ganzen Fisch noch habe. Hier gilt, das Filet sollte auf der Oberfläche noch leicht glänzen, darf auf keinen Fall ausgetrocknete oder verfärbte Stellen aufweisen. Auch die Ränder sollten auf keinen Fall ausgefranst oder ausgetrocknet sein. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als auch hier wieder den Geruchstest anzuwenden. Hier zum Beispiel nehme ich fast gar keinen Geruch wahr und das ist eigentlich das beste Zeichen für frischen Fisch.